Mahlzeit und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal einen kleinen Jägerbegleiter-Guide für euch. Seit ein paar Wochen sind nun die leeren Elfen spielbar und beim Leveln ist mir aufgefallen, dass es kaum Jägerbegleiter gibt, die thematisch zu ihnen passen. Dann habe ich mich jedoch an Gara zurückerinnert, welche man in Draenor zählen kann. Gara ist ein leeren Wolf und das Wolfsmodell zählt normalerweise als Entartung. Für uns Tierherrschaftsjäger ist es allerdings möglich, Gara nach einer versteckten Questreihe zu zählen. Die anderen Jägerspezialisierungen gehen leider leer aus. Wir begeben uns ins Schattenmondtal auf die Begräbnisfelder und sprechen als Tierherrschaftsjäger Gara an und wählen die Dialogoption aus. Als nächstes müssen wir den Rare Mob Mutter Omra besiegen, welche uns zwei Schattenbären hinterlässt. Der Rare Mob befindet sich auch auf den Begräbnisfeldern. Mit den Schattenbären kehren wir zurück zu Gara und bieten die Bären dem Wolf per Dialogoption an. Jetzt müssen wir erst einmal 6 Gegenstände in ganz Draenor einsammeln, damit es weitergehen kann. Als erstes begeben wir uns in die Spitzen von Arrak und erhalten ein ältesten Räucherwerk von einem Propheten der Setek. Die Dropchance ist recht hoch, also macht euch keine Gedanken, wenn das Räucherwerk nicht direkt beim ersten Propheten droppt. Wichtig ist auch, dass ihr die Items nur sammeln könnt, wenn ihr als Tierherrschaftsjäger gespeckt seid. Danach geht es nach Talador, wo wir uns eine Holzschale von einem blutgebundenen Legionär holen müssen. Nun begeben wir uns nach Nagrand, um eine kleine Frucht von einem Marodeur des Kriegshymnen-Clans zu erhalten. Angekommen im Frostfeuergrad brauchen wir einen Stofffetzen, der von einem Nekrophyt des Schattenrats droppt. Ebenfalls im Frostfeuergrad erhalten wir die uralten Knochen von einem Riesentöter der Donnerfürsten. Das letzte Item auf unserer Reise ist das primitive Bildnis. Das erhalten wir in Gorgon von einem Knochenpicker. Nach unserer Draenor-Rundreise sollten wir nun 6 Items im Inventar haben. Kehrt zu Gara ins Schattenmondtal zurück und kombiniert die Gegenstände mit Hilfe des primitiven Bildnisses. Ihr erhaltet ein Geisterbildnis, welches ihr nun auf dem aufgewühlten Grab platzieren müsst. Dann sollte eine kurze Zwischensequenz starten. Nach der Zwischensequenz ist Gara verschwunden und wir benötigen nun eine leeren Laterne, welche von einem leeren Verzerrer des Schattenmond-Clans im Schattenmondtal geplündert werden kann. Mit der leeren Laterne begeben wir uns ins Schattenmondtal zum großen Baum Balundira und benutzen sie. Auf der Rückseite des Baums befindet sich ein Schwert, welches wir anklicken müssen, um in die Leere zu gelangen. Stellt an dieser Stelle bitte sicher, dass ihr genug Platz habt, um Gara zähmen zu können. Angekommen in der leeren Ebene besiegen wir nun so lange Elite-Gegner, bis sich der Endgegner Xan zeigt. Nachdem wir Xan besiegt haben, können wir Gara zähmen und unser eigenen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Guide etwas weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und abonniert doch vielleicht mal meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein!